Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines 2. In der letzten Folge haben wir uns hier hinten ein wenig Gebiet gekauft. Und sind gerade dabei, einen Autobahnanschluss zu fertigen. Ich habe nur gerade gemerkt, oder was heißt gerade gemerkt, ich habe festgestellt, dass das hier noch nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Deswegen mache ich das hier nochmal weg, denn wir brauchen ja noch eine Schnellstraße aus der Stadt heraus. Das heißt, ich brauche hier zweispurig nicht umwandeln. So, dich möchte ich gerne stadteinwärts haben. Ich kann die hier sogar ein Stück verschieben. Das ist gut zu wissen. Kann ich jetzt eigentlich einen Kreisverkehr reinsetzen? Ach du meine Güte, war der groß. So, hier können sie rein, aber hier halt nicht umdrehen. Na, umdrehen wäre halt hier innen lang. Ich hätte den Kreisverkehr aber eigentlich gerne einspurig. Ja. Egal. Beim hier ist 40. Aber hier dann schon wieder 50. Naja. So, du bist voraus zuständig. Du Verein. Dann hätte ich hier gerne die Schnellstraße, die hier rangeht. So, und damit könnt ihr jetzt von beiden Seiten hier reinfahren. Jetzt geht es nur noch darum, dorthin. Ja, der hat das da gar nicht drunter gebaut. Er hat eine Kreuzung draus gemacht. Du sollst von hier aus. Wahrscheinlich ist hier schon besser. Brücke. Dorthin und dann wieder mit Kurve. Und mehr ein bisschen lang. Einlassen. Die Schnellstraße hier wird dreispurig für ein gewisses Stück. Dafür wirst du hier dort dann.
nicht so exakt. So, haben wir unsere eigene kleine, extrem hässliche Kreuzung gebaut. Aber hier hinten muss ich noch was aufwerten. Straßenwartungswagen. Ah. Ja, natürlich auch gut. Was wir noch brauchen, ist dreispurig hier kurzzeitig. Dort kommt eine Ausfahrt und hier kommt ein Einfädelungsstreifen. Und schon können die hier dann noch bauen. So, Bahndepot haben wir ja schon. Das müssen wir nur wieder aktivieren. Das bedeutet alles, was wir hier hinten brauchen. Kann ich auch mal ausprobieren, wenn ich das hier abknipse. Einfach hier das Stück Straße löschen oder so. Würde das gehen? Ja, der macht nicht die ganze Straße. Wenn ich dem sage, hier, nein, nicht aufwerten. Ich möchte, sag ich mal, hier einfach so ein Stück Straße lang ziehen. Ja, dann würde ich das kleine Stückchen hier noch löschen. Sehr gut. Mach ich auch mal. Ich hätte nämlich hier gerne bei Transport Güterbahnhöfe, um Güterverkehr auf der Schiene in Gang zu bringen. Bahnhof hat 3 Schienen. Ich kann von da bis da löschen. So, Güterbahnhof hätte ich gerne hier hinten eigentlich. Das heißt. With Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia. Mm-hmm. Land of art and culture. Que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi. Vivaldi. And on to our main feature story. The commercial district is booming. As the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Was wegreißen, wieder? In the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Und dich dahin. Das hier. Also, hier kann ich direkt Stricken dann legen. Ich hätte gerne Doppelschiene. Möchte ich das wieder dort anschließen? Also Multiwinkel. Oh. Ja, ich möchte diese Burgruine abreißen. Wir haben hier hinten schon eine. Die wir hier haben stehen lassen. Die Kurve ist jetzt nicht hier ganz so perfekt schön. Ja, das hat nicht hin.
Ich glaube, der Zug hat gerade Probleme mit dem gelöschten Stück Schiene. Ah, okay, der hat die drei Gleise hier anscheinend. Das hier ist eine Durchfahrt, oder was? Ich werde es auf jeden Fall erstmal nur als Durchfahrt anschließen. Parkgebühr, ah, für die Parkplätze. Cool, können wir sogar so noch was machen. Angestellte noch keine, kommt ja auch noch keiner an. Abwasser rückstauen, nicht genug Wasser. Wie soll sich Abwasser zurückstauen, wenn du keine Wasserversorgung überhaupt erstmal hast? U-Bahn-Schnittstelle, sehr schön. Zusätzliche Plattformen, Taxistand und Stationsdienstleistungen. Kleine Geschäfte, Restaurants und Kioske. Sie erhöhen Attraktivität von Bahnhöfen. Außerdem zahlen die Dienstleistungen Miete und decken dadurch die Unterhaltskosten ab. Aber ich möchte hier gerne weiterbauen. So, gleichzeitig brauche ich aber auch noch. Hier die Verbindung. Und diese Verbindung. Okay, die hier hätte ich lieber. Ah, ich will mal auf Straßen gehen. Nee, das klappt nicht. Nicht einrasten. Dorthin. Wieder einrasten. Kurve zu eng. Na, dann muss es dahin. Und dorthin. Ich überlege gerade, würde ich hier nicht einfach einen Bahnkreisverkehr machen? Ach, egal. Was wir auf jeden Fall anschließen müssen, ist unser Güterbahnhof. Ordnete seine Schiene. Ja, eine hat er nur. Bitte, ist das zu eng. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Okay, dann kommt das hier noch mal weg. Ich würde ich dann gerne hier weiter hinter versetzen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der keine Durchfahrt hat. Das bedeutet, ich brauche eine Doppelschiene von hier hierhin und von dort dort rüber und von dort auch dort rüber. Und schon kann er, je nachdem, wo er hin möchte, dort auch lang fahren.
Und ich stelle gerade fest, was ich hier gemacht habe, war eigentlich dämlich mit dem. Weil... Wie viel kann ich hier wegnehmen? Gar nichts. Ah. Halt. Weil ich kann doch einfach... den hier machen. Können sie rein und raus fahren. Ja, die können sogar hier die Seite noch wechseln. Hä, ja, aber hier nicht? Warte mal. Nein. Kurve zu eng, Gott, dann kommst du daran und dann halt hier lang. Dann kannst du von hier aus war ungewollt und jetzt wird's dunkel. Oh. Die Bahn abfahren und das passt alles. Strom bräuchte ich dann ein Solarkraftwerk, kostet 1,5 Millionen. So, setzen wir hier hinten unser Umspannwerk ran. Damit haben wir hier zumindest schon mal Strom und eine Straßenbeleuchtung. Das nächste Problem ist halt nur Wasser. Ich darf hier nicht bauen. Also müssen wir schauen, wo wir Wasser herkriegen. Hier hinten hätten wir ein wenig Grundwasser. Das ist... Das Ding kauft mir Wasser an, oder wie? Naja. Und Wasser hätten wir dort hier. Ah, hätten wir das Fett mal. Okay, ich könnte auch hier einfach eine Wasserpumpe ranbauen. Was ich hier definitiv gerne hätte, wäre die Wasseraufbereitungsanlage, wo es zum Müll wird. Brauchen wir aber Wasseraufbereitungsanlagen. Und die kriegen wir. Ja. Warte mal, ich wollte das und die Kreuzung. Das heißt, wir brauchen 4, 6,
7, 8 Punkte brauchen wir. Und bei Meilensteine bekommen wir als nächstes 7, dann hätten wir 8. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution. Must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. How delightful! Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got Steuern, ja. But you got Hab ich Bock Geld? Most music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Hayden himself? Let's see here. Y'all Verlassene got soul. Oh, yeah. Hey. Soul. A raison d'etre? Delicious. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk. That's classical. Yes, indeed. That must Bauen wir mal hier noch ein paar Straßen hin. Classical music has been known since the time of the early explorers. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those soulful cants. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling it and bringing money into local economy. That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Bauen wir hier mal ein paar Straßen querbeet. Wird schon passen. Jetzt können wir hier immer noch einen Anschluss schaffen und hier hinten. Und dorthin. Abbruchreif. Ich bin in der falschen Zone. Willst du mich verarschen? Okay, das hier ist wirklich krumm und schief geworden. Einfach ausfüllen hier. Hier könnte ich eigentlich so ein kleines Gewerbedingchen hinbauen. Hier kommen ein paar Büros hin. Industrie will ich nicht. Hey. So, und schon wird hier gebaut, wie blöder. So wundervoll. Denn je mehr gebaut wird, desto mehr Leute können einziehen und desto mehr Leute einziehen, desto mehr Steuern kriegen wir.
Ach ja, wunderschön. Weil wir brauchen halt definitiv hier das lebendige Städtchen, damit wir die Entwicklungspunkte bekommen. Was ich aber hier schon mal machen kann, das Wasser wird halt hierher gepumpt. Das ist unser Wetter. Ich weiß halt nicht, wie sieht denn hier der Boden aus? Hier ist am tiefsten. Darf ich eigentlich hier das Wasser... Nein, der ist nicht an der Küste. Also ich muss das Wasser irgendwo reinpumpen. Ah ne, muss ich gar nicht. Ah. Rockmusiker anwesend. Da ist am tiefsten. Warte, ich lasse es einfach da reinfließen. Hier wird ja noch nicht viel entstehen. Da ist es. Verschieben. Dorthin. Wasserrohr daran. Und die Wasserpumpstation hier ran. Wasser dort ran. Natürlich eine Parkgebühr, das ist klar. Wir brauchen Geld. So, du hast jetzt gar keine Mitarbeiter. Effizienz gerade mal 10%. Jetzt ist halt die Frage. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte hier gerne... das hier. Kann der jetzt hier anfangen zu bauen? Weil rein theoretisch müssten ja Züge mit Arbeitern hier ankommen. Auf der anderen Seite, die haben halt kein Auto. Aber eigentlich müssten dort jetzt Leute ankommen. So, jede Menge Freizeit. Das heißt, ich kann einfach mal sagen, Stadtbestimmung... Produziert mehr Müll, ja. Ihr bekommt hier Recycling rein. Okay, kann man da anhaken. Das wird wieder sofort gebaut. Das heißt, dieser Stadtteil wäre komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Oder was heißt abgeschnitten von der Außenwelt? Straßentechnisch abgeschnitten von der Außenwelt. Beim 26. Oktoberstraße. Das finde ich nicht gut. Wenn, dann ist das mein Geburtstag, der 20. Oktober. 20. Oktoberstraße.
Am 26. Oktoberstraße und wir sind im Dezember, also. Ach, die fehlt Strom. Das geht nicht, oder was? Na gut, dann jetzt dann hier aus an der Straße rüber. Und dann kann ich den Strom da anschließen. Hast du jetzt Strom? Nein. Na, weil du an die Straße angeschlossen sein musst. Okay. Dann kann das weg. Dann wechsle ich hier mal in den Untergrundmodus und reiße das hier noch mit weg. Weil wenn ich hier eh eine Straße hinbaue, dann kannst du auch durch die Straße deinen Strom kriegen. Polarlicht. Ah ja. Schick. Hohe Miete. Ja. Sieht mal richtig schön, wie das Brackwasser hier runterfließt. Müssen wir nur aufpassen. Spazierwege? Nein. Ich hätte hier gerne. Nur so zur Sicherheit. So ein Ring drumrum. Sieht zwar erstmal scheiße aus. Aber damit kann es uns hier wenigstens nicht überfluten. So, und mit dieser Flutschutzmauer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hier entstehen die ersten Häuser. Die über hohe Miete meckern, so wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.